Ja, das sind wir wieder hier zurück zum Schlacht um Mittelerde Let's Play. Für mich jetzt gleich die nächste Aufnahme. Da die erste ja, es waren ja nur 34 Minuten oder so. Ja, das war eigentlich relativ flott mal die Kampagne durchgemacht. Nicht so ein ewig langes Gehampel, so wie das letzte Mal, ein Dreiviertelstunden. Dieses Dagolat, das hat mir echt nicht so getaugt. Deswegen hier ein bisschen durchrushen und mal die Gegner richtig hart rannehmen und platt machen. Jawohl, genau. Und dann machen wir jetzt gleich schon weiter. Wir wollten ja hier mit unserer Gondor-Armee, wollten wir ja... Kerndros wollten wir, glaube ich. Wir können natürlich immer noch Runen machen, drei Spezialfähigkeiten plus die 10% Rohstoffe. Aber nee, ich will diese große Karte nicht machen. Die machen wir wenn dann auch ganz zum Schluss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eh nur noch diese 5, diese 1, 2, 3, 4, 5 sind. Weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal und das werden wir sehen. Auf jeden Fall jetzt erstmal nach Kerndros und die zwei Spezialfähigkeiten abstauben. Und los. Kaer Andros war ein strategisch wichtiger Vorposten Gondors, da die Inselfestung über die Furten des Anduin wachte. Tja, da haben wir uns aber schon gehört, was die liebe Galadriel gesagt hat. Das war ein sehr wichtiger Vorposten. Aber irgendwie sieht das Ganze ein bisschen kaputt aus. Tja, der Krieg hat alle Länder überzogen. Das ist schade. Und hat alles kaputt gemacht. Treib diesen Abschaum aus unserem Land! Jawohl! Machen wir doch. So, Jungs, ihr geht jetzt mal alle in die. Jojo, macht euch kampfbereit. Ihr geht jetzt erstmal alle in die Festung rein. Ja, ja, halt die Klappe jetzt. Komm. So, Brünnli brauchen wir da dann. Hier erstmal Gehöfte aufstellen. Zack, zack. So. Erstmal alle rein, los. Alle rein. Was ist mit euch los? Komm. Da rein. So. Was haben wir hier? Ja, wir könnten diese Türme eigentlich besetzen. Wir haben ein neues Gehöft. Das Gehöft ist fertig. Will ich jetzt aber gerade gar nicht. Ich will jetzt hier auf jeden Fall mal einen Brunnen hinstellen. Genau. Nein, das heißt nicht, dass ihr deswegen jetzt rauslauft. Das Tor gleich mal zu, dass ihr hier nicht auf dumme Gedanken kommt. Freunde, das ist so eine Sache mit euch. Ja, schau, da kommen jetzt schon die Ersten. Deswegen ist es ganz sinnvoll, dass wir das schon zugemacht haben, das Tor. Und dann stellen wir hier gleich mal den ersten. Oh. Die haben sogar Feuerpfeile, diese Säckels. Und der Sack kommt jetzt gleich. Okay. Was da ist ja wer. So, ihr Ritter kommt mal auf 3 und dahinter. Ihr seid nicht allein. Ihr kommt auf 4. Und warum werdet ihr eigentlich angegriffen? Wo seid ihr eigentlich? Und das Tor wird hier geplättet, kann es sein? Das will ich für nicht, dass das Tor geplättet wird. Mal lieber auf. Ach komm. Das Tor ist platt. Ja, super. Komm, mach die Tralle fertig. Jawohl. Leute, was ist eigentlich los mit euch? Ihr kommt hier voll auch mit rein. Was? Leute, was ist los mit euch? Okay, ist noch keiner umgekommen, oder? Doch, Gimli ist gerade gefallen, oder? Weiß ich gar nicht. Ist Gimli gefallen? Jungs, hier geht's jetzt dahin. Und dann stopp. So, aber das ist geil mit den Bogenschützen. Hier einfach in der Feste stehen. Und kein Problem hier. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Flamme von Udun! Unsere Festung wird angegriffen.
Macht euch kampfbereit! So, und jetzt sollten wir mal hier dann die Cutters abholen. So langsam. So, ihr geht mal weiter nach hinten da. Und lasst mal die hier nach vorne gehen. Genau. Genauso wie ihr kommt nach vorne und ihr kommt nach vorne. Was? So, Elendi, los! Elendi! Ich werde mich ein wenig umsehen. So, Schwertmeister. So, und jetzt machen wir mal die Cutters hier kaputt. Die habe ich, auf die habe ich nicht gar keinen Bock. So, Katapult, sehr gut. Dann nehmen wir das Katapult hier als nächstes. So, haben wir noch weitere Cutters hier? Nee, aber eine Riesenarmee. Das heißt, Aaron, du gehst wieder nach Hause erstmal. Aber wir können eigentlich generell mal mit unseren Helden hier rauskommen. So, Gimli, los. Gib mal Gas hier. So, Gimli. Mal einen Sprung hier. Jawoll! So, und dann gehen wir jetzt mal alle hier Gas und machen mal Wut. Kannst du das auch? Nee, du kannst Ritter spielen. Und Gandalf, du kannst hier mal was machen. Jawoll. Es ist schön, wenn die Helden hier mal Gas geben, vor allem wenn der Gandalf Gas gibt. Weil der kann jetzt nämlich hier reinlaufen. Komm mal her, Gandalf. So, jetzt. Gandalf, du kommst jetzt hierher. Hier geht's lang. Gandalf, hier lang. So, und jetzt da. Seht es kommen. Das Wort der Macht. Das ist so eine geile Mega-Attacke. Die ist so mächtig, diese Attacke. Unfassbar mächtig. Wenn er die nicht, wenn er die schon vorher könnte und nicht erst auf Level 10, dann würde er wahrscheinlich mit jeder Attacke 5 Level aufsteigen. Unglaublich geile Attacke. So, dann nehmen wir euch mal gleich auch noch auseinander. Ja, der Weg ist versperrt. Der wurde angelegt von denen, die tot sind. Der Weg ist versperrt. Ja, jetzt kommt. Machen wir gleich mal hier das Lager hier kaputt, bevor die sich hier überhaupt gescheit aufbauen. Die Schlacht um Mittelerde hat aber erst begonnen. Okay, verstärke die Mauern deiner Festung mit numenorischen Mauernwerk. Okay, da brauchen wir hier ein Steinbruch, glaube ich. Jawohl, genau. Das brauchen wir. Jetzt brauchen wir noch so einen Marktplatz, können wir ein bisschen was erforschen und so. Komm. Achso, ja, wo sind die Pferdle? Komm, kommt her. Mach mal hier kaputt. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht aufzuhalten sind. Wir werden angegriffen. So, was ist hier eigentlich los? Die Schlacht um Mitte. Komm, ihr Reiter, sollt mal hier mitmachen, die Zitadelle zu zerstören. Ihr seid nicht allein. So. Komm jetzt, das Cutter los. Das Cutter los. Geht's auf dieses Cutter. So, das erste Lager ist schon mal zerstört. Das ist sehr gut. Da, das Cutter brauchen wir. Das Cutter, auf das Cutter, Leute. Zeit genug, Sauron zu bezwingen. Jawohl. Das Cutter habt ihr souverän gemeistert und dann geht's hier gleich weiter.
wenn wir das hier fertig haben. Genau, und da machen wir jetzt einfach nur mal nur Türme. Macht euch kampfbereit! Mehr Türme, los! Gut, da bauen wir jetzt mal da hinten noch Gehöfte. So, Erntesägen, Moment. 35% Rohstoffe aus Gehöften. Bauen wir jetzt hier auf jeden Fall noch mehr Gehöfte. So, dann können wir hier mehr Türme bauen. Ja, ja, jetzt kommt Gandalf selber ruhig hier. So, wir latschen jetzt mal darüber. Und ihr Helden folgt uns. Und ja, das Sägewerk kommt. Das ist das Sägewerk hier. So, numenorisches Mauernwerk. Das kostet 3000. So, so. Na dann. So, unser Hobbit ist schon gestorben, der Arme. Der arme Kerle. So. Ne, die Armee der Toten nehmen wir jetzt nicht zur Hilfe, aber die Bogenschützen können wir holen. Die können uns da ein bisschen helfen. Die Schlacht um Mitte. Aber die Helden sind viel zu stark dafür. So. Und zwar nämlich dieses Schwert hier geht nämlich auch relativ gut auf diese Zitadelle. Das läuft eigentlich soweit ganz gut. So, und wenn der Aragorn hier seinen... Ah, der kann ja die Mini-Armee holen. Ach nee, die brauchen wir jetzt aber nicht. Aber er kann hier mal Schwertmeister machen und du kannst auch mal einen Vernichter machen. Und Boromir auch deine Wut und dann sind die Gebäude hier ruckzuck erledigt. Alles halt so überpowered, wie die Helden halt da die Gebäude kaputt machen. Total overpowered. Aber zu Recht. Die können es halt schon. So, das ist weg. So, jetzt haben wir den Schwertmeister verloren. Aber es geht trotzdem noch ruckzuck. Ruckzuck geht es. Da wird ganz schön aufgeräumt hier. Ah, jetzt können wir auch dieses numenorische Mauernwerk hier erforschen. Jetzt weiß ich nicht mal, ob die überhaupt noch ein anderes Lager haben. Eins muss euch gewahr sein. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht auf. Deswegen sollte dieses Mauernwerk noch rechtzeitig fertig werden. Ja, das wird rechtzeitig fertig. Ich stoppe mal kurz hier. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht aufzuhalten sind. So. Jawohl, okay, das heißt, wir haben das Numenor-Mauerwerk haben wir auch. Jetzt können wir mal gucken, was brauchen wir denn noch? Wir haben noch die Ents und die Adler. Holen wir mal die Adler hier noch dazu. Yay, wir haben sie niedergeworfen. Ja, das wäre zu einfach gewesen, wenn es das schon gewesen wäre. Naja, gut. Also, wen haben wir denn jetzt hier als Helden überhaupt verloren? Wir haben Pippin verloren, gell? Den wollen wir auch noch irgendwie schauen, dass wir den auf Level 10 kriegen. So, ach, die sind ja auf Rang 10 schon alle. Ja, die sind echt mächtig. So, dann laufen wir mal hier vorbei. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Ja, Gandalf, es ist schön, dass du so viele Sprüche drauf hast, aber irgendwann wird's nervig. So, ist hier dieses große? Hier ist, nee. Ach, hier ist der Hafen, okay. Die Leben verdienen den Tod. Dann schauen wir mal. Ah, da kommt was. Das nehmen wir doch mal mit. Die nehmen wir doch mal mit, die Leute hier. So, dann basteln wir hier noch Türme hin. Was mache ich hier eigentlich? Das weiß ich auch nicht, Kumpel. So, okay. Ja, Pippin, jetzt komm mal mit hier, du bist auf Level 6 erst. Du musst mal schauen, dass du hier wieder erst ein bisschen zu Pötte kommst hier. So, komm Gandalf. Boom.
Jawohl, genau so machen wir das. Kräftig schon wieder das Gehöft an. Ach, solche Säcke. Ach, egal. Nein, wir haben keine Zeit mehr, Leute. So, weiter geht's. Den Orks von Mordor ist das Tageslicht. Ja, das wäre schon ganz witzig, hier mit Reitern wieder durchzureiten, aber die Helden sind halt einfach so mächtig. Achso, wir haben ja sogar Reiter. Dann nehmen wir die doch, oder? Jawohl, genau, nehmen wir die. So, und drauf auf die Gebäude. So, wir sammeln uns jetzt erstmal hier. Helden, wir sammeln uns. Ja, ja, komm, so schlimm ist es nicht. So, und jetzt gehen wir hier mal wieder Gas. Du und fahren wir. Ach, der kann das ja nicht. So, und das ist eine sehr, sehr flotte Mission, glaube ich. Also wenn es hier so weitergeht. Hier wird der Hammer schon am heftigsten. Eins muss euch gewahrsam. Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht aufzuhalten sind. So, und die hier natürlich Vollgas unterwegs hier mit ihren Schwertmeistern und Imber 100% Verstärkung, Zeug, was auch immer. Ja, das ist halt echt kein Problem, solche Lager. So, und das soll also dieser ominöse Schwierigkeitsgrad Mittel sein, der ja im Edain-Mod anscheinend so viel stärker ist, so viel besser ausbalanced ist. Ja, also ich hatte schon mal gut meine Probleme, das stimmt schon, ja. Zwischendurch, aber jetzt zum Beispiel bei der Mission echt nicht. Da geht er ganz flott hier. Jawohl, niemals wiederkehren. Und wir haben schon wieder gewonnen. Und diesmal haben wir auch den ganzen Bonus eingestrichen. Sehr gut. Ja, es gibt Hoffnung, es gibt immer Hoffnung, Leute. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Tadam, Punkte. Jawohl, endlich den Bonus. Alle Helden sind aufgestiegen, bis auf Pippin, natürlich. So, Einheiten sind auch aufgestiegen, sehr gut. Gesamtsieg und zwei Spezialfähigkeiten. Klasse. Wer hat am meisten getötet? Ja, in der Mission Gandalf, natürlich, mit Wort der Macht kann man schon mal machen. Ja, und dann wird er wahrscheinlich auch den Legolas noch recht gut einholen können. Aber wenn er noch zwei, drei Missionen macht, dann... Na? Ja, kann man schon machen. Okay. Kehr Andros verteidigt. Sehr gut. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Ja. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Ist okay. Mündung der Entwasser? Das war gerade eben noch nicht da, oder? Hm. Ach, da muss man wahrscheinlich erst Kehr Andros dazu verteidigen. Na gut, ist ja auch wurscht an sich. Ich würde sagen, wir gehen dann als nächstes in den Druadenwald. Aber zuerst würde ich sagen, erstmal die Kampagne hier natürlich zu Ende. Und, die Aufnahme hier ist zu Ende, sorry. Und, ja, dann würde ich sagen, macht es gut. See ya!